Seid gegrüßt, Freunde. Eine meiner Quellen ist ein wohlwollender Außerirdischer. Sein Name ist Mitte Siegfefix. Diese Botschaften wurden abgeleitet von persönlichen Treffen, das heißt, sie stammen in keinerlei Art und Weise von Channelings. Botschaft Nummer 6. Thema: Wie der Außerirdische Mitte Siegfefix die Manipulation unserer Regierung sieht. Mitte Siegfefix: Es gibt alle möglichen Arten von Manipulation in eurer Gesellschaft, schon seit eurem dunklen Zeitalter. Die Herrschenden der Erde werden nach Gunst und Interesse der Elite an die Macht gesetzt, um deren Anweisungen zu folgen, und nicht aufgrund eigener Fähigkeiten oder Verdienste. Wir verstehen, dass der gewöhnliche Erdbewohner der Manipulation, das heißt einer großen wirtschaftlichen Kontrolle, ausgesetzt ist. Wenn ihr auch im Voraus nicht wissen könnt, ob eine Führungsperson für euch gut sein wird oder nicht, dann könnt ihr aber auf jeden Fall beobachten, was er oder sie tut, und müsst euch dementsprechend dagegen auflehnen, was in euren Augen ein Fehlverhalten darstellt. Die Irrgänge im Verhalten von Führungspersönlichkeiten und Vertretern einer Kultur werden letztlich dadurch verursacht und gefördert, dass die gesamte Kultur tatenlos zusieht. Wenn bei einer Nation alles bestens läuft, während bei ihrem Nachbarn genau das Gegenteil der Fall ist, dann ist das ein klares Zeichen, dass da etwas ganz falsch läuft. Das Wachstum irgendeiner Nation, auf Kosten anderer, ist für eine Gesellschaft, die denselben Planeten teilt, wie eine Krankheit. Eure Elite will die Zusammenstellung der Weltbevölkerung gerne nach ihren Vorstellungen festlegen. Dafür will sie in die Natur eingreifen und die Bevölkerung buchstäblich reinmachen. Die riesigen Schafsherden, die sie im Zuge dessen geschaffen hat, um ihr bis zum jetzigen Zeitpunkt den Rücken zu stärken, sind mittlerweile vollständig entbehrlich geworden. Eure Elite will die Welt uneingeschränkt unter ihrer Kontrolle haben, bevor ihr Teil der galaktischen Gemeinschaft werdet. Aber wir können euch versichern, auch wenn sie das so will, es wird nicht so eintreten. In dem System unseres eigenen Planeten sieht das alles ganz anders aus. Dort werden die qualifiziertesten Leute automatisch für die Stellungen ernannt, die perfekt zu ihnen passen. Unsere Führungskräfte kümmern sich um Lebensphilosophie und um die Gestaltung einer Harmonisierung und Entwicklung der gesamten Rasse. Sie sind dementsprechend mit den nötigen Infrastrukturen ausgestattet, um ihre Pflichten ohne Bevorzugung bestimmter Gruppen zu erfüllen. Alle sind glücklich in ihren Berufen, weil sie das tun, was sie mögen und worin sie am besten sind. Wir haben nicht so große Unterschiede zwischen sozialen Schichten wie ihr. Wenn in einem Lebensbereich Fortschritte erzielt werden, profitiert die gesamte Rasse des Planeten davon, und nicht nur einige wenige Auserwählte. Unsere Führungspersönlichkeiten und ihre Vorstandsetagen werden genauso respektiert wie jeder Bewohner unseres Planeten. Es gilt immer der Grundsatz: Einer für alle, alle für einen. Seid niemals mehr für einige und weniger für andere. Die Pflichten mit größerer Verantwortung sind genauso wichtig für die Gesellschaft als Ganzes, wie diejenigen mit geringerer Verantwortung. Allerdings gibt es proportional viel mehr Leute mit weniger Verantwortung, welche daher das Fundament für alle bedeutenden Entscheidungen bilden. Der brillanteste Wissenschaftler kann nicht wichtiger als jemand sein, der für euer Essen sorgt, da er ohne Nahrung nicht überleben würde. Der Planet Erde ist seit Dezember 2012 auf einer höheren Schwingungsebene angekommen. Jedes neugeborene Kind ab diesem Zeitpunkt kommt bereits auf Entwicklungsstufe 1 zur Welt und stimmt mit der neuen Frequenz überein. In diesem neuen Zeitalter werden wahre Führungsqualitäten in verschiedenen öffentlichen Ämtern endlich anfangen, sich durchzusetzen.
Die Leute werden harmonischer leben können. Jeder wird für das Gemeinwohl genau das tun, was er sowieso am besten kann, und alle Leute werden mit all ihren Unterschieden respektiert und geschätzt werden. Ende der Botschaft.